So, nun werde ich euch einen Pina Colada zeigen. Es ist ein sehr beliebter Cocktail, auch sehr bekannt. Ist ein sommerlicher Cocktail, schön cremig und frisch. Und den kann man gut unter Palmen trinken. Wir legen los, kühlen unseren Shaker mit etwas Eis. Bitte dran denken, niemals Cocktails ohne Eis servieren. Das heißt, niemals warm servieren. Das schmeckt nicht, da ist meistens Sahne drin, das muss gekühlt sein. Und frisch schmeckt es einfach besser. Und warme Cocktails entfalten ihren Alkohol nicht, wenn der Alkohol enthalten ist, auch bei alkoholfrei. So, wir haben nun wieder hier etwas Eis im Glas, deswegen wir shaken immer mit Eis. Nehmen nun 4 cl Batida, kennen die meisten, wird auch mit Batida Kirsch getrunken. Wieder schön abmessen und ab in den Shaker. Dazu kommen 4 cl Bacardi, sprich weißer Rum. Und wieder in den Shaker. Damit es auch schön cremig wird, nimmt man hier etwas Sahne. Kann man Küchensahne nehmen oder Schlagsahne. Was ihr gerade da habt, wieder 4 cl hier rein. Und dann macht man etwas Ananassaft rein. Den brauche ich noch. Bin ich mal kurz unter der Bar verschwunden. Immer schön durchschütteln, damit das Dünne nicht in den Cocktail kommt. Und wieder so nach Gefühl, je nachdem wie groß das Glas ist, reingeben. Bei diesen Shakern setzt man das Glas oben drauf, drückt es an und beim Shaken nicht vergessen, Glas immer nach hinten, ansonsten geht es in die Hose und es geht alles zum Gast nach vorne, wenn es mal abgehen sollte. Also Shaker immer nach hinten. Nun fangen wir an mit Shaken. Kurz und kräftig aus dem Handgelenk heraus. So. Wie kriegen wir das Glas ab? Einmal schlagen und schon geht's ab. So. Wir nehmen unser Gästeglas. Nehmen noch so ein Abseisieb. Das ist bei dem Shaker schon mit drin. Setzen das oben drauf. Und gießen das ab. Weil das Eis sollte bei diesem Cocktail nicht mit im Gästeglas verbleiben. So, fertig ist unsere Mixtur. Nun noch etwas Garnitur. Das habe ich hier schon vorbereitet. Man kann da sommerliche Früchte nehmen, wie zum Beispiel Ananas. Nimmt man immer mit einer Zange und steckt die so drauf. Dann kann man noch eine schöne Physalis ranmachen. Damit es ein bisschen schön aussieht, sommerlich. So. Und nicht vergessen, Strohhalme. Umso dicker die Strohhalme, desto mehr trinken die Gäste. Zum Wohl!